Ja, ahoi und willkommen hier zu einer neuen Vlog-Folge hier auf Kreuzfahrttrend. Ihr seht es wahrscheinlich im Hintergrund, es ist ein bisschen anders, als wir das sonst immer haben, ne? Genau, kein Kreuzfahrtschiff weit und breit in Sicht, dennoch der Bezug zum Meer ist gegeben. Ein kleines Boot ist da hinten noch. Genau. Uns hat es nämlich in eine absolute Traumdestination verschlagen. Wir sind auf den Malediven, ein Ziel, welches sich Janine schon immer mal gewünscht hat. Und wir denken, das ist auch so ein tolles Ziel, was euch auch interessieren könnte. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine neue Vlog-Reihe, nehmen euch mit. Und das ist jetzt die erste Folge. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und los geht's, oder? Los geht's. Unsere Reise auf die Malediven begann mit einem Direktflug mit Condor vom Flughafen Frankfurt am Main bis Male. Die Flugzeit beträgt in etwa 9 Stunden und während unserer Reise war vorab ein negativer Corona-PCR-Test nötig, um in Richtung der Malediven fliegen zu können. Am Flughafen von Male angekommen, gab es für jeden Gast zur Begrüßung direkt noch ein Hygienekit mit Mundschutz und Desinfektionsmittel, bevor wir uns auf die Weiterreise zu unserem Resort, dem Cinnamon Hakora Hora, machten. Die Insel erreicht man von Male ausschließlich mit dem Wasserflugzeug, was natürlich noch einmal ein echtes Highlight darstellt. Für die Wegstrecke von rund 150 Kilometern hatte unser Wasserflugzeug rund 35 bis 40 Minuten benötigt und ja, es war natürlich ein absolutes Highlight und ein paar Szenen von dem Flug haben wir jetzt zur Einstimmung für euch. Nach dem herzlichen Empfang auf der Insel gab es für uns dann noch einmal einen kleinen Überblick über das Resort und im Anschluss ging es dann in unsere Unterkunft für die bevorstehenden 10 Tage. An dieser Stelle folgt nun erst einmal ein kleiner Einblick in unser Wasserbungalow. In unserem Resort gab es die Wasserbungalows sowohl auf der Sonnenaufgangs- als auch auf der Sonnenuntergangsseite. Wir hatten die Sonnenuntergangsseite erhalten, womit wir als Liebhaber für Sonnenuntergänge auch ja, mehr als zufrieden waren. Neben dem Schlaf- und Wohnraum, der ein TV-Gerät, Bett, eine Couch und auch eine wirklich coole Panoramascheibe ins Meer bot, gibt es auch ein geräumiges Bad mit Dusche und separaten WC. Ebenfalls bietet die Villa einen geräumigen Bereich zum Ankleiden und Schminken und das klare Highlight war zumindest in unseren Augen die Veranda mit direktem Zugang zum Meer. Uns hat die Unterkunft sehr gut gefallen, wobei ihr bei einer Wasservilla natürlich immer mit den Nebengeräuschen durch das Meer leben müsst. Uns hat das Ganze allerdings überhaupt nicht gestört, sondern eher beruhigt.
Bevor wir euch einige unserer Ausflüge der Reise zeigen werden, möchten wir euch noch einen kurzen Überblick über das Resort geben. Cinnamon Hakura Hora ist eine vergleichsweise kleine Anlage im Mimo Atoll der Malediven. Mit 100 Wohneinheiten müsst ihr hier auch nicht mit einem Massenauflauf an Touristen rechnen, die sich auf die zwei kleinen Inseln verteilen. Neben der Hauptinsel gibt es im Übrigen auch eine Adults-Only-Insel, die allerdings nur über Strandbungalows verfügt, dafür aber noch eine private Beachbar samt Pool bietet. Auf der Hauptinsel, auf der auch wir gewohnt hatten, erwartet euch eine sehr schöne, natürliche, tropische Vegetation, durch die ihr hier einfach spazieren könnt, um auch mal die Ruhe und die Geräusche der Natur zu genießen. Alles ist sehr traditionell gehalten. Neben weitläufigen Sandstränden, wobei an einigen Stellen auch recht viele Korallen angespült wurden, also da bei empfindlichen Füßen aufpassen, gibt es eine große Pool-Area samt Bar, ein Fitnessstudio, ein sehr schönes Restaurant mit Außenbereichen und Sportmöglichkeiten auf einem Beachvolleyballplatz. Weitere Einrichtungen wie ein Spa oder eine Tauchschule sind ebenfalls vorhanden. Uns hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen und eigentlich hat auch nichts gefehlt, sodass wir uns über die gesamte Reise hinweg sehr wohl gefühlt haben. Nun werden sich viele von euch sicherlich fragen, was man in 10 Tagen so alles auf einer kleinen Insel anstellen soll, außer Baden. Sicherlich sind Entspannung und Baden beliebte Aktivitäten, doch es gibt natürlich auch weitere Freizeitangebote, die sich rund um das Element Wasser drehen. So konnte man auf unserer Insel zweimal am Tag kostenfrei mit dem Boot zu einem Riff fahren, wo man neben Fischen und ja, Korallen mit etwas Glück auch Haie sehen konnte. Auf alle Fälle ein sehr spannendes Erlebnis für uns, was wir nicht missen wollen. Deutlich relaxter war es da, eine zweistündige Delfinsafari für rund 45 Euro pro Person zu unternehmen, zu der ihr jetzt einige Impressionen erhaltet. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Diesen Vlog wollen wir auch standesgemäß mit einem Sonnenuntergang abschließen, den wir auf Hakura Hora sehr gern am Strand oder direkt aus dem Meer beobachtet haben. Wir hoffen auf alle Fälle, dass euch diese ersten Impressionen gefallen haben und ihr auch in den nächsten Videos mit auf die Malediven kommt, die ja noch so einige aufregende Abenteuer für uns bereithalten werden. Teilt uns wie immer sehr gern in den Kommentaren eure Meinung zu diesem Reiseziel mit. Und dann sehen wir uns zu einem unserer nächsten Videos hier auf Kreuzfahrttrend.